So, dann gehen wir auf Bestienjagd jetzt, ne? Das hört sich nach einem etwas stärkeren Gegner an. Mein Inventar ist halt schon so voll wieder. Das ist Wahnsinn. Aber der hat doch noch irgendwas gesagt, der ja, dass ich mir hier Grundbesitz kaufen kann. Wartet mal. Mit irgendeinem soll ich hier sprechen für Grundbesitz. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Ist das hier nett? Wird das hier nett? Scheiße. Deswegen bin ich eigentlich hierher gekommen. Mit irgendeinem soll ich hier sprechen. Okay, ich muss dann nochmal mit denen sprechen. Jetzt gucken wir erstmal wegen unserer Main Quest hier im Moment. Wo ist das? Ah, okay, alles klar. Gut, das ist ja gar nicht so weit. Und wir haben direkt einen Spawnpunkt nebendran. Das geht ja eigentlich, ne? So, das haben wir schon abgefrühstückt hier. Jetzt gucken wir mal. Irgendwo hier muss die Bestie sein. Hier war auf jeden Fall eine Spinne. Das letzte Mal. Stimmt. So, Ausdauer habe ich gesagt, ne? Brauche ich mal ein bisschen. Als Battle Mage immer eh so ein bisschen. Alle so ein bisschen mitmachen. Guck mal, Zerstörung mit 29, da kann ich erst mit 30 weitermachen. Leichte Rüstung erst 16, das ist halt hart, ne? So, das lassen wir mal. Das machen wir später. Da kann man ja ein bisschen sparen. Oh, guck mal da. Da ist jemand. Und ruff! Echt jetzt? Ein weißer Hirsch? Das soll die Bestie sein? Jetzt haut der auch noch ab, ne? Danke für den Tipp übrigens. Das soll die Bestie sein? Toll. Eine Riesenbestie. Wahrscheinlich verwandelt er sich gleich. Wo ist er hin? Da. Fell. Großes Geweih. Das sieht besser aus. Zweigewicht. Wildbret. Okay. Ja, und jetzt? Also. Reden. Aspekt von Hirsine. Seid gegrüßt, Jäger. Wartet mal. Ich will das schon, dass man das so ein bisschen sieht. Oh, das ist aber cool für einen Screenshot. Komm, ein bisschen von der Seite will ich dich drauf haben. Ja, geil. Seid gegrüßt, Jäger. Habe ich euch nicht gerade getötet? Und sehr geschickt noch dazu. Danke. Ich habe euch beobachtet, schon seit Ewigkeiten, so scheint es mir. Ihr habt das Potenzial, ein guter Jäger zu werden. Ihr könnt sogar mein Champion sein. Vielleicht. Seid ihr Hirsine? Ich bin der Geist der Jagd. Nur ein flüchtiger Eindruck des ruhmreichen Hirschjägers, den eure Art Hirsine nennt. Direkt rausbrechen oder erstmal so ein bisschen langsam annähern? Ich mach das so.
Was verlangt ihr von mir? Eure Treue ist mir kostbar. Ich werde sie gut zu nutzen wissen. Ihr tragt meinen Ring. Der ihn gestohlen hat, ist geflohen und hat sich, wie er glaubt, an seinen Zufluchtsort gerettet. So wie ein Bär auf einem Baum klettert, um der Jagd zu entkommen, sich damit aber nur selbst in eine Falle manövriert. Such den abtrünnigen schlauen Fuchs, reiß ihm die Haut vom Körper und bietet sie mir als Opfer dar. Gerne. Ich werde ihn nicht töten, doch natürlich. Beeilt euch, mein Jäger. Es wetteifern auch noch andere um meine Gunst. Etwas Konkurrenz für euch. Zögert nicht, während die Beute flieht. Ja, so soll es geschehen. Alles klar. Zögert nicht, während die Beute flieht. Oh, ganz da oben. Beginne die Jagd. Ist das auch das? Ja. Machen wir. Geil. Also dieses Portsystem ist auch super, dass du dann immer zigmal hin und her laufen musst. So, nur wer war das? Das ist ja die Frage. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Das könnte ein Mensch sein, es könnte aber ein Nord sein, es könnte auch ein Bär sein, ein Drache, ich weiß es nicht. Oh, aber da ist ein, Dickbauchgrotte. Alles klar. Komm ich hier hoch? Niemals. Niemals. Okay, muss ich außen rumlaufen. Dickbauchgrotte. Dann wahrscheinlich aber von dem See aus, oder? Müsste doch da eigentlich reingehen. Naja, wir gucken mal. Ich werde es finden. Das ist das Einzige, was mich an diesem Spiel ein bisschen stört, ist einfach, momentan zumindest noch, dass alles so Schnee ist, ne? Das ist ein bisschen blöd irgendwie. Ich hoffe, da gibt es auch noch andere Gebiete. Aber wenn man sich die Maps nochmal anguckt, hier ist halt überall Schnee, hier ist überall Schnee. Ist halt krass. Darunter? Oje, oje, oje. Dickbauchgrotte entdeckt. Wo geht's rein? Hier. Ich habe halt null Platz. Ach, mit Ausdauer steigert sich auch die Traglast. Das ist natürlich cool. So. Aber das scheint nicht so weit zu sein. Scheint. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch 3 Ebenen tiefer oder so. Ach nee. Da sitzt doch jemand. Beginne die Jagd. Schließ dich der Jagd an. Hallo? Was war das? Jekir. Nee, ich will das mal looten. Ja, ich weiß, die Rüstungen sind, haben mehr Rüstung als meine. Euch auch zur Jagd gerufen, Jagdgefährte. Mit dem sprechen wir mal. Hat der Blutmond euch auch zur Jagd gerufen, Jagdgefährte? Was ist hier passiert? Die Beute ist stark. Stärker als die Jäger. Aber es werden mehr kommen. Erlegt ihn. Zum Ruhm von Fürst Hirsine. Äh.
Erlegt ihn? Okay, du brauchst ja dein Gold nicht mehr, dann nehme ich das. Ich will meine Mana-Rack-Rüstung erhalten. Behalten. Blaue Magierrobe. Magika regeneriert. Ich habe schon 50%. Das brauche ich nicht mehr. Kann ich natürlich mitnehmen zum Entzaubern, aber ich will erstmal diesen Perk haben, dass ich halt, dass meine schwere Rüstung nichts mehr wiegt, weil das wäre halt schon nett. Dann kann ich mir nämlich meine schwere Rüstung richtig geil verzaubern. Hier geht es doch bestimmt auch hoch, oder? Ja, aber nicht außenrum. Oh, nee, das reicht. Das geht nicht. Wenn ich mich ducke, komme ich da durch? Nee, auch nicht. Okay, dann gibt es nur noch den einen Weg. Da müssen wir jetzt durch. Weil, wo denn? Da ist er. Ich habe den Auftrag, euch zu töten. Hallo? Ich kann nichts drücken. Oh mein Gott. Töte Sinding. Da sitzt er. Warum kommt er nicht runter, der Sinding? Kann ich mit ihm sprechen? Ich kann das gar nicht sagen. Das ist doch kacke. Greifen wir halt an. Ich würde gerne mit dir sprechen. Oh mein Gott. Wo ist er? Kommst du auch runter irgendwann mal? Oder bist du jetzt weggebackt? Haut er jetzt ab? Ich glaube, ich kann ihn gar nicht treffen, oder? Kann das sein? Der lotst mich doch jetzt in eine Falle. 100% lotst der mich in eine Falle, aber ich kann ja nichts dagegen machen. Okay. Warum auch immer. Ich kann den nicht treffen. Ja, doch. Aber der ist magieresistent. Jetzt nimmer. Oh Gott, zerlegt der mich. Gott. Lass mich da weg. Jetzt kommt er, ne? Boah, null. Und ich habe ewig nicht mehr abgespeichert. Glaube ich. Okay, das wurde hier abgespeichert. Ja, ich treffe den nicht, ne? Ich kann ihn hier nicht treffen.
kann er nicht treffen. Ich muss mir das Event erstmal angucken. Ich muss jetzt erst angucken, wie der wegläuft anscheinend. Ich schaff den nicht. Das ist ja Wahnsinn. Mal kurz. Stimmt, ich habe ja nochmal einen Wegschubsen, ne? Wie war das nochmal? Hier? C? Ne. Ah, das war's. Okay. Der fährt hier voll ab, ne? Das macht ihm gar nichts aus. Reicht das? Boah. Heute Sinding. Boah, war das echt knapp. Erstmal heilen. Das ist halt nett, ne? Das ist halt super mit der Heilung. Das will ich auch nicht weiter ausbauen oder so. Das reicht ja einfach nach dem Kampf, dass ich mich so heilen kann. Und mit der 75% Mana-Rack ist das ja easy. Sind nichts Leiche die Haut abziehen? Ja. Das habt ihr gut gemacht, Jäger. Ich habe getan, worum ihr mich gebeten habt. Nicht mehr und nicht weniger. Diese Haut wird euch gute Dienste leisten, Kind. Seht genauer hin. Mein Ruhm soll euch vor allen Widrigkeiten dieser Welt schützen. Gute Jagd. Abgeschlossenes Schicksalstreffen im Mondschein. Haut des Erretters hinzugefügt. Was ist Haut des Erretters? Sonstiges? Essen? Zutaten wahrscheinlich, ne? Ne, auch nicht. Das ist ja keine Waffe. Bekleidung? Ach stimmt, das könnte Bekleidung sein. Ich kann ja nicht laufen. Wie soll ich denn laufen lassen? Der ist ja auf mich zugestürmt. Ging ja gar nicht. Steigert die Magieresistenz um 15%, steigert die Giftresistenz um 50%. Leichte Rüstung auch ganz cool. Eisenpfeil hat der. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Stahlhelm plus 3. Schwere Rüstung. Nehmen wir mal mit. Bekleidung. Steigert Magika um 40. Ist mir eigentlich lieber. Scheiß auf das Wissen Rüstung, ne? So. Gesagt, 10 Punkte Ausdauerschaden. Was bringt mir jetzt, was ist da jetzt der Unterschied, ob das Ausdauerschaden ist oder ob das normaler Schaden ist? Ich habe keine Ahnung. Ups.